Jo, was? Ab, Bros, hier ist Nix in der Haus von meinem Party Time mit Nix und Lara Croft bei Tomb Raider 2013. Gut, in der letzten Folge haben wir ordentlich mal ein bisschen Schelle bekommen von uns selber, weil wir einfach so doof sind und in einen kaputten Flugzeug fragt oder wie man das auch nennen kann, gestürzt sind. Und dann sind wir runtergefallen und dann hat sie einen ziemlichen Orgasmus gekriegt, wie ihr hören könnt. Weil sie so Schmerzen hat, sie steht einfach auf Schmerzen, dieses kleine Luder, du. Und jetzt sind wir hier an diesem Helikopter und schauen mal, ob da irgendwie Vorräte sind. Jetzt müssen wir das aber erstmal hier aufmachen. Ist aber wirklich nicht besonders schwer, einfach nur dran schießen und sie macht das schon alles von alleine. Hörst du mich? Roth? Lara, bist du okay? Ja. Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Roth. Wo bist du jetzt? In einer Art Barackensiedlung in der Nähe des Palasts. Ich steige immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße! Kommen sie alle aus ihren Löchern. So, jetzt fliegt ihr alles in die Luft. Schön die Falle hier aufnehmen. Schön die Gegner hier einfach zum Brennen bringen. Das finde ich ja mal richtig geil. Ah, scheiße. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Und jetzt kommst du auch noch dran. Und du. Sag mal, waren das jetzt alle? Sollten das nicht mal ein... Und jetzt mal da dran. Jawohl. Schön in die Luft. Sprengen die Gegner hier. Wenn das nicht klappt, machen wir es so. Und bam. Jawohl, Frau Holle. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Also, sollen wir mal mit Feuer in den Kopf schießen? Jawohl. So wird es gemacht, Bro. So wird es gemacht. Wo wollten wir hin? Denkst du, ich hab Angst?
Oh, jetzt muss ich ein bisschen zurücklaufen. Alter, wie viele wollen denn noch kommen? Übertreibt, übertreibt, übertreibt. Wie der versucht von hinten an mich ranzuschleichen. So, jetzt müssen wir leider zurückgreifen auf die Waffe, weil unsere Pfeile leer sind anscheinend. Aber jetzt nehmen wir einfach die ganzen Pfeile wieder mit. So, haben wir schon wieder ein paar mehr Pfeile. Einmal wieder aufsammeln. Das ist doch dann eigentlich easy weasy, ne? Kein Problem für unsere Lara Croft hier. Hier haben wir doch auch noch hingeschossen, ne? Naja, egal. Pfeile gibt es ja eigentlich wie Sand am Meer. Um Pfeile müssten wir uns eigentlich keine Gedanken machen, weil es gibt überall Pfeile. Was passiert, wenn ich jetzt dieses Schwein da erschieße? Ah ne, schade, geht gar nicht. Ich wollte eigentlich mit dem Feuerpfeil. Wo muss ich denn lang? Ach, gehen wir mal durch dieses Haus hier und sehen wir gleich etwas, was wir brauchen könnten. Gut, was ist das? Sieht aus wie so ein kleiner Fight-Käfig hier. Boah, ist eigentlich gar nicht so weit weg. Ah, nein, du sollst runter. Gut, jetzt ordentlich einen Matsch rein. Ein bisschen Matschischlacht, ne? So Bitchfight, würde ich mal sagen. Aber bloß ist keine andere Frau hier da. Hm, schade. Los, fangt sie für die Opferung! Alter, denkt ihr wirklich, ihr könnt mich hier einfach so erledigen? Ach Gott, jetzt, die kommen wirklich überall jetzt im Moment in dieser Folge. Jetzt mussten wir schon zweimal um unser Leben kämpfen. Oh, what the fuck? Was? Wir sind tot? Nee, echt jetzt? Krass, ey, wie schnell das eben ging. Okay, gut, jetzt wissen wir, dass wir da nicht langlaufen. Dann werden wir einfach mal außen rumlaufen. Dann haben wir auch kein Problem, irgendwo reinzutreten. Weil, ja, Problem dann gelöst, ne, würde ich mal sagen. Na, du doofe Kuh, was machst du? Du sollst nach da unten und nach unten. Bewegung, los! Ah! Nein! Sie sitzt in der Falle! Umstellt sie! Sie kann nichts mehr! Und jetzt schön in den Kopf! Oh, ich habe eigentlich gedacht, erwartet, dass ich jetzt voll daneben schieße. Und dich... Was? Ich bin nicht nur ein Mädchenfreundchen, ne? Nein! Jawolle, Frau Holle! Schöne Deckung, Lara, schöne Deckung, schöne Deckung! Hat da irgendjemand gerade gesagt, oh, wie süß? Ich bin nicht süß! Ich mach euch alle platt, ihr Lutscher! Komm! Aber wie viel haltet der denn aus, dieser... Komm, machen wir ein bisschen schneller! So, jetzt nur noch einen, den sehe ich jetzt gerade nicht. Ah, doch, da ist er. Waren das jetzt alle? Nice. Jetzt einfach mal hier wieder alles aufsammeln. Munition und alles für den nächsten Anschlag auf die Typen da. Ja, das war eigentlich jetzt ganz schön easy. Wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit nur in diesem Tor gestanden und haben dieses Tor verteidigt, könnte man sagen. Ach, scheiße, Munition ist da voll okay. Eigentlich reicht es ja wohl dann da noch hin. Haben wir den?
Pfeile sind voll, Munition, naja. Was ist das? Munition? Ah, nee, schade, schade. Okay, gut, das reicht jetzt. Dann gehen wir mal jetzt hier aufmachen. Und, Lara, schaffst du das? Und... Es klemmt. Was? Ah, muss ich das jetzt kaputt? Machen wir mal den Feuerpfeil, würde ich mal sagen, oder? Vielleicht klappt das ja dann. Oder? Ja, es sieht ganz danach aus, als würde es klappen. Und Lara, jetzt schaffst du es aber. Boah, ich fieber mit dir, Lara. Das schaffen wir gemeinsam. Und gleich ist es ganz oben. Und jetzt schnell durch, bevor es wieder runterkracht. Gut, da könnte man jetzt eigentlich wieder was verbessern, aber wir haben, glaube ich, nichts zum Verbessern. Unser Bogen ist schon gut genug. Der hat ja alles jetzt. Dann gehen wir jetzt einfach mal directly weiter. Was ist los? Da oben gibt es schon ordentlich Stress. Boah. Lara, fall bloß nicht hin, ey, Mädchen. So, wenn wir nach da unten gehen, kommen sie bestimmt da überall rausgesprungen, diese Lutscher. Dann werden wir einfach nicht nach da unten gehen, sondern einfach ein bisschen versuchen, den aus dem Weg zu gehen. Ah, da ist wieder ein Tagebuch oder sowas. 24. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Ja, also wer sich durchlesen will, kann ja auf Pause drücken. Ist jetzt eigentlich nicht wirklich spielspezifisch, diese Tagebücher. Oh, wir haben keine andere Wahl, wir müssen nach da unten. Ja, okay, gut, dann machen wir das einfach mal. Gehen nach da unten. Und machen aber erstmal noch das hier kaputt. Haben jetzt drei Teile von einem Gewehr gefunden. Jetzt könnte man eigentlich die Waffe, das Gewehr modifizieren. Könnten wir eigentlich da oben machen, aber na, wir gehen jetzt erstmal weiter. Wie können die so leben? Die sind tot, Mädchen. Die leben hier nimmer. Wo du gerade siehst. Oh mein Gott. Gwen. So, und schwimm mal die Pfeile hier, Lara. Lara, Lara, Pfeile. Genau, Pfeile. Nicht vergessen, Lara. Den auch noch. Na, scheiße, ist voll. So, jetzt gehen wir mal nach oben und retten wir unseren Freund, diesen alten Mann. Zündet sie an! Ja, super. Keine Chance, ihr Schwein. Ich gebe niemals auf. Genau, schön den Übeltäter hier verbrannt. Dann will weitermachen. Kannst vergessen, Lutsche, du. Niemand holt hier irgendwen. Willst du mich verarschen? What the fuck? Ey, wer zum Teufel schmeißt denn hier? Wer ist denn das jetzt? Ah, nein, 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 nein! Bitte, bitte, sterbe! 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 Übertreib doch! Bitte übertreiben! Ja. Los, komm, 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 Ter Bros. Einmal und zweimal. What the fuck? Willst du mich verarschen?
So, jetzt ein Pumpgun. Renn, 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 Lara. Wo ist die Pumpgun? Oh, ist das blutig hier. Ist das blutig. So. Komm. Traut euch irgendjemand nach da oben? Ah, ich wusste doch, dass ihr solche Lappen seid. Lara, du lebst noch. Gerade so. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt, aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Aber nicht mehr in dieser Folge. Alles klar, Bros, haut da rein, bleibt cool. Und falls ihr kein Let's Play mehr verpassen wollt von Tomb Raider Lara Croft, dieser sexy Hexi, Abenteuerin, Archäologin und so weiter, abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch, Daumen runter, Kommentare, wie ihr das fandet. Bin ja immer noch in der Let's Play Übung, Let's Play Ausbildung, sage ich einfach mal dazu. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Haut da rein, bleibt cool und tschau.